Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ihr könnt mich aber jetzt auch Arno Blindmann nennen oder Bernd Blindmann. Jeder kennt das als Let's Player. Ist die Record-Funktion aus, klappt alles und natürlich findest du den Weg sofort. Hier ist er. Und da ist auch das Horn. So, jetzt will ich aber trotzdem nochmal eben kurz da lang gehen. Dass wir auch nicht irgendwas noch haben. Ah, da geht's zum See. Da brauchen wir sowieso nicht hin. Aber da können wir jetzt endlich mal ins Horn tröten. So. Ne, schon wieder das Falsche. Was mache ich denn hier? Mache ich denn überhaupt irgendwas nicht? Das ist übrigens Folge 9 von Episode 1 von King's Quest. So, komm. Ich bewundere die Leute, die noch dran sind. Boah, war Folge 8. Effizient. Das müsste jetzt aber klappen. Ja. Gut. Schön. Das war gut. Steht da irgendwas? Nee. Achso, dann kann ich hier zurück. Über dieses Horn kann ich nicht so viel erzählen wie über das am anderen Ufer. Kein Nervenkitzel. Ja, Graham, du hast Probleme. Das liegt nicht so leicht wie mein Temperament. Was lief denn da gerade hin? Da ist die blöde Kuh. Ach du meine Fresse. Und da sind die ganzen Tröten. Ich will die haben. Darin befand sich das letzte Horn, das mir noch fehlte. Tritt ruhig näher, wenn du dich verbrennen willst. Okay. Dich muss ich also ablenken. Mit dir kann ich nie quatschen. Füßekitzel? Brauche ich was zu knabbern. Hallo, kleiner Stinker. Ich kann nicht glauben, dass du dich mit dem Dumpatz Olfi angefreundet hast. Diese Örner werden schon bald brennen. Die Örner. Nicht ihre Sklaven, die springen, sobald das Brüllen eines Örns erklingt. Okay, mehr kann ich nicht. Ihr müsst doch irgendwo noch Kleinold sein. Ich muss die Alte ablenken. Das ist schon mal klare Sache. Was kann ich denn hier machen? Aha. Sie schien lieber naschen, als ein Feuer anzünden zu wollen. Das ist gut zu wissen. Finger weg von meinen Croissants. Ils sont à moi. Ja. Sie gehören dir. Ja. So reicht mal, so gut ist mein Schulfranzösisch aber auch noch, du Vogel. Du bist gar kein Franzose. Fake. So, das kann ich mir garantiert nicht mitnehmen. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, fangen wir vorne an. So. Mundstück. Obstflücker brauchen wir nichts. Wertlose Flamme. Hypnosepulver. Farbwechseltrank, das bringt mir nichts. Aber Hypnosepulver hört sich auch ganz gut an. Oh, mais oui. Ein Croissant schadet nie. Ja, du bist toll. Weg. So. Mach doch mal. Oder denke ich wieder zu logisch? Pulverisieren! Und? Mir geht's nicht so gut. Oh. Hä? Schütteln, Shiny, Drehung? Nee, komm, Nickerchen. Jetzt ein Nickerchen. Das ist nur ein Traum. Schmächtige Jungs schmecken dir nicht. So, jetzt kann ich mich aber bedienen. Jetzt ja. Hatte ich sie alle beisammen. Also im Kopf, aber nicht im Horn. Hahaha. Okay, jetzt kommen wir zum Turnier. Das haben wir. So, mal gucken, was da gleich noch kommt. Aber das Rätsel haben wir schon mal gelöst. Ja. Es hätte auch einfacher sein können, ne? Aber warum denn? Hey, ihr kennt mich. Einfach kann doch jeder. Nee, aber das ist wieder das Typische, ne? Du gehst da irgendwie sinnlos rum und findest den Weg nicht. Tja. Aber gut, das ist Sierra-typisch. So, jetzt müssen wir wieder... Wo ist jetzt
die fliegende Insel. Da ist sie nicht, glaube ich. Wie komme ich denn da wieder am schnellsten hin? Da auch nicht, ne? Da komme ich, glaube ich, wieder zur Stadt. Boah, habe ich eine Orientierung, ne? Nee, muss das doch da sein. Können wir auch mal Wegweiser hier aufbauen? Ist ja nicht zu viel verlangt, oder? Das ist meine erste Proklamation als König. Wegweiser. So, wir sind da. Mal gucken, müssen wir den Quatsch jetzt nochmal machen? Wahrscheinlich schon, ne? Nee, sind wir sogar falsch abgebogen. Nee, ist klar, wenn da steht, hier geht's lang, dann nehme ich den anderen Weg. Fragen Sie nicht nach dem Weg. So, Floating Island. Genau, hier will ich hin. Hier darf ich sein. Hier bin ich König. Ach, komm, mach hin. So. Dann wollen wir mal gucken, wie wir jetzt wieder kämpfen. Viel Glück beim Kraftduell. Ja, das scheine ich auch wirklich zu brauchen. So, jetzt machen wir das nochmal. Jetzt bin ich mal gespannt, was dann passiert. Komm, sag dem Gardisten, wenn du bereit bist. Bin bereit. Hallo. Willst du es nochmal versuchen? Ihr habt sowieso keine Wahl, also. Ich bin bereit. In Ordnung. Das Kraftduell kann beginnen. Nochmal. Nochmal, nochmal. So, ich verliere wieder, aber immerhin geht das schneller ohne Katze. So, gehen wir wieder auf. Der Eichhörnchen-Nation einen Schritt näher. Ich mag Squirrel Nation nicht. So, das kennen wir. Jetzt sind wir beim Horn. Das betätigen wir jetzt. Ich drück dir die Daumen. Ich mir auch. Ich war gerade dabei, eine Glaskäse zu genießen. Oh, und ich erstmal. Aber nein, das ist natürlich viel wichtiger. Wo komme ich jetzt hin? Hallo? Hallo? Was zur Hölle bringt mir das? Oder muss ich den Quatsch jetzt nochmal machen? Nochmal! Du willst es nochmal versuchen? Du fliegst nur wieder runter. Bereit? Na los. Nee, tu ich nicht. Da ist ja jetzt eine Brücke. Das Kraftduell kann beginnen. Ach, freue ich mich aber. Ein Schnitzel ans Bein, das glaubt ihr gar nicht. Oh, wie nett, dich hier zu sehen. Oh, ich dachte einfach mal, ich prügel dir heute mal die. Weck mich, wenn es vorbei ist. Die Hirse aus dem Leib. Ah, komm, einigen wir uns auf Unentschieden. Achtung da unten! Ist ja jetzt eine Brücke. Nichts ist erfüllender als Handarbeit. Ich bin wieder da. Buh, er betrügt mit dem miesen Troll. Gute Idee, Graham. Sieh es dir an, Madeline. So, alles, was das was Licht machen? Berührt, wird dir gehören. Der Anblick des Sieges. Muss ich da jetzt Power ziehen? Hey, komm! Warte, nein! Jetzt? Einfach verknoten? Ich sagte, niemand soll sehen, wo der Faden hinführt. Vorsicht, Vorsicht! Du verhedderst ihn noch! Das habe ich auch vor. Mann, das hättest du nicht tun sollen. Jetzt? Du kannst mich nicht fangen wie ein Wolf. Oh. So viele Knoten. Dieser Strick fängt nur Wetzel, keine Acorns. Lassen wir den Quatsch und werfen uns einfach wieder ins Wasser. Zieh Leine, aber nicht die. Er ruiniert alles. Verdammt, meine Strickfallen sind verheddert.
Im Tauziehen bin ich unschlagbar. Ich taumle vielleicht, doch ich werde niemals fallen. Wie mache ich das jetzt? Ich dachte eigentlich, man kann ihn irgendwie mit irgendwas einsperren, aber... Wie gut, dass ich mit den bunten Stricken nur Wölfe fange. Oh, du hattest mich fast. Ja, das hätte ich auch gern nochmal. Machen wir eine Pause vom Kraftduell und helfen wir Acorn dabei, den Strick des Todes einzusammeln. Boah, wie lange passiert denn da jetzt nichts? Solange wir nicht straucheln, kommt er an unser Geheimnis nicht heran. Ich stolper doch nicht über meine eigene Falle, Junge. Wow. Okay. Wenn wir das Tempo halten, kann er das nicht schnell genug entwirren. Vorsichtig gegen Acorn und alle Stricke einsammeln. Ah! Okay. Okay, kann ich den jetzt irgendwo hinziehen? Meine Fallenstricke! Hab dich, Spargeltarzan! Okay, das war wohl Runde 1. Alles geschmeidig. Okay. Runde 1 haben wir höchstwahrscheinlich gewonnen. Klar, das ist das nächste Horn. Ich habe auch mal einen Wetzelwolf darin. Ach so, dann geht direkt weiter der Kampf. Ja, da kommt dann ein Gegner mal. Okay? Du wirst dein Geschenk noch früh genug sehen. Hör auf zu fragen. Guck mal, ich bin schon wieder da. Nächste Runde. Betrüger! Gutes Manöver, Graham. So. Nicht schon wieder. Ja. Gucken. Es wird ihm nicht gefallen, wohin der Strick führt. Er kommt mir her, Prinzessin Madeline. Tu doch was. Sie Leine, aber nicht die. Möchte ich aber gern. Im Tauziehen bin ich unschlagbar. Ich taumle vielleicht, doch ich werde niemals fallen. Das hättest du nicht tun sollen. Doch. Mach das nochmal und du wächst den Stiel. Schön. Nächste Runde? Super. Lass mich ran. Vorsicht, Winzling. Einige Fäden sollten nie entknotet werden. Du wirst nie stark, wenn du das Bauchtraining schwänzt. Der hat sogar keinen Bauch. Oh, was freue ich mich auf ein warmes Bad. Und wie sagt der großartige Emma stand dann immer The Game of Three, ne? Was hast du mir denn merken? Ja. Nein. Das machen wir also nochmal. So, bist du jetzt platt. Hau die weg. Komm hier. Time. Fight. Er ist ein Betrüger. Aber nicht nach Addendum 4934. So geht das, Graham. Okay. Ich verschnüre mein Geheimnis nicht ohne Grund. Jetzt wird es finster. Du hattest mich fast. Ja, ich weiß ich. Deswegen mache ich das ja auch. Okay. Weil ich so langsam ein bisschen geschnallt habe, wie man mich zum Fallen bringt. Ist gefährlich. Na ja, gut. Öffne nicht die Büchse der Pandora. Zieh Leine, aber nicht die. Noch, ich mache die Büchse der Pandora schon gleich auf, mein Freund. Wenn du ein Eichhörnchen am Bauch zu haben, schmeckt das Ende dieses Seils dir auch nicht. Im Tauziehen bin ich unschlagbar. Ich taumle vielleicht. Na komm. Ich werde niemals fallen. Das hättest du nicht tun sollen. Na, toll. Cheater. Dieses Band zu entknoten wird einen Dämonen auf Daventry hetzen. Das glaube ich nicht. Wirklich ein echter Trotzdeck-Dämon, der jahrelang Feuer und Schwefel regnen lässt. Du weißt uns dem Untergang. Oh, du hattest mich fast. Was treibst du hier für Spiel? Lass das Ding noch einmal drin. Nein, der Trotzdeck-Dämon! Zieh Leine, aber Alter, nicht die. Jetzt bist du aber ganz harneckig. Im Tauziehen bin ich unschlagbar. Ja, das werden wir sehen. Jemand wird hier stolpern. Ja, und zwar du.
Ich taumle vielleicht, doch ich werde niemals fallen. Hör auf, meine Stricke zu verknoten. So, okay. Wir brauchen ein größeres Feld. Mein Bauch birgt düstere Geheimnisse. Ja, komm, jetzt hör auf hier. Sei gewarnt. Ja, ja, du mich auch. Ich verschnüre mein Geheimnis nicht ohne Grund. Jetzt wird es finster. Das hättest du nicht tun sollen. Doch, hab ich. Und zwar. Okay, schön. Mit gutem Grund. Mein Geheimnis ist gefährlich. Oh, du hattest mich fast. Ja, dann den darüber. Öffne nicht die Büchse der Pandora. Du hast echt einen Knoten im Hirn. Ja, wenn ich mit dir fertig bin, dann gibst du auch das Garn ab. Wenn du es schon lachhaft findest, ein Eichhörnchen am Bauch zu haben, schmeckt das Ende dieses Seils dir auch nicht. Nein, so. Der Trotzdeckdämon! Zieh Leine, aber nicht die. Muss auf jeden Fall... Dieses Bandzeltknoten wird einen Dämonen auf Daventry hetzen. Ja, komm. Im Tauziehen bin ich unschlagbar. Ich taumle vielleicht, doch kann ich dir jetzt dann wieder nichts machen? Manchmal verstehe ich das nicht ganz. So kann ich dir jetzt wieder hier... Wirklich ein echter Trotzdeck-Dämon, der ja... Meine Güte, jetzt lass das Ding da stehen. Du weißt uns dem Untergang. Naja, du mich auch. Das hättest du nicht tun sollen. Ja. Oh, du hattest mich fast. Naja. Wow. Nein, der Trotzdeck-Dämon. Zieh Leine, aber nicht die. Ja, Jamin. So, jetzt komm. Zieh. Und nochmal. Yes. Nein, der Trotzdeck-Dämon. Socken. Psst. Jetzt ist es Zeit für Lachen und Scherze. Socken. Da bin ich von denselben. Naja. Nein, stopp! Das macht es nur noch schlimmer! Ist das eine Falle? Eine Sockenfalle? Oder ist wohl ein Sockenschuss oder was? Na. Ja, klar. Es ist trotzdem lustig! Ja, jetzt ist es witzig. Warum fällt? Hier, nehmt sie zurück! Hab sie! Okay, bis dahin, okay. Und dann? Wo muss ich denn jetzt hin? Okay, ich muss hier weg. Oder? Gib mir meine Socke! Der Stier ist da! Die Hörner antworten! Hier, nehmt sie zurück! Okay. Verstanden. Wir machen also genau jetzt El Toro, Ole und... Die hängt an mir fest! Halt still! Na, ist klar, gut. Da ist noch ein Baum. Gut, da ist relativ einfach, was man wohl noch tun muss. So, ich hoffe, jetzt ist Ende. Danke. Komm, schmeiß ihn ins Meer. Yes! Natürlich habe ich gewonnen. Ist klar. So ein Bullet-Time-Effekt. Zack. Gewonnen! Ich wusste, du schaffst es! Gewonnen! Mit Hilfe einiger Trolle und von Manni besiegte ich den Riesen und stellte seine Schwäche bloß. Ich war einen Schritt näher am Ritterstand, aber ich war nicht stolz darauf. Ich schon. Hallo! Hier unten! Wir bräuchten auch Hilfe! Ja! Gleich hier lang! Knall ihm ein! No, Olfi! Arret! Wir reichen die Befehle! Die Zeit ist gekommen! Wir Brücken machen nicht mehr den Rücken für undankbare Winzlinge krumm! Jetzt drehen wir das Rumtrampeln um! Weg hier! Komm sofort zurück! Boah, bring die Alte da weg!
Du bist echt der nervigste Charakter Nummer 1, ey. Das verursacht nur einen Haufen unnötigen Papierkram. Wartet auf Olfi, Leute. Ja, gerne. Meine Allianz mit Manny schien zu fruchten. Er besiegte Acorn problemlos im Tempoduell und Whisper im Kraftduell. Ah. Ich ging zur Arena, um im finalen Scharfsinnsduell gegen meinen Freund anzutreten. Finale. Okay. So, eine Sache müssen wir aber noch machen. Ich glaube, das müsste jetzt gehen. Kommt man da sowieso an vorbei? Ich guck mal eben. Ja, da kommen wir eben dran vorbei. Genau. Lass mich in Ruhe. Hey, Großer. Lust zu plaudern? Oh, hau ab! Du hast genug Schaden angerichtet. Ach, habt ihr mal nicht so. Acorn, ich könnte eure Kraft bei dem Fels da drüben gebrauchen. Wir sind keine Freunde. Viel Spaß mit der Socke. Verschwinde! Ich verdünnisier mich. Ein dicken Witz? Du bist so ätzend. Kann ich ihm die Socke geben? Meine Socke. Ich dachte, sie wäre hin. Also, ich wollte mich aufrichtig für vorhin entschuldigen. Die Dinge sind etwas aus dem Ruder gelaufen. Sagen wir ziemlich. Ich hätte nicht ausrasten dürfen. Alle sehen in mir den starken Mann. Dabei liebe ich Handarbeiten. Ich bin nur wegen meiner Eltern hier. Ihr macht echt gute Handarbeit. Wirklich. Bisher hat noch keiner meine Arbeit gelobt. Naja, außer den Eichhörnchen. Danke, Graham. Das bedeutet mir viel. Auch oh. Gerne noch. Gern geschehen. Falls ihr sie mal verkaufen wollt, kann ich vielleicht eine Goldmünze locker machen. Quatsch. Das sind doch nur Socken. Hier, nimm sie. Sie sind hier sicher etwas zu groß, aber du könntest sie wie Schuhüberzieher tragen. Wow, danke. Gern geschehen. Okay. So, jetzt kann ich doch bestimmt was mit dem Fels machen. Hallo? Acorn, ich könnte eure Kraft bei dem Fels da drüben gebrauchen. Kein Problem, kleiner Kumpel. Jo. Vielleicht wartet eine Überraschung auf dich. Ach was. So, es waren, glaube ich, diese... Das will ich jetzt mal wissen. Natürlich, warum wusste ich. Wolltest du überhaupt in Daventry arbeiten? Ich sah Potenzial darin. Es war nicht das Königreich, wie du es heute kennst. Aber ich scheute mich nie vor einem kreativen Projekt. So, jetzt ab zum Bäcker, Konditor, was auch immer. Da ist ja noch was offen. Jetzt haben wir auch die Ritterwurz. Und dann würde ich sagen, geht's gegen Finale. Soweit mache ich noch in dieser Folge. Und in der nächsten Folge machen wir dann das große Scharfsinnsfinale. Wo gehe ich denn da hin? Könnt ihr mir sicherlich nicht sagen. Ist wieder was Neues? Hallo, Liebes. Uns war nach etwas Spaß. Oh, die Woche hatte es in sich. Auf bald. Nimm das Leben von der schlauen Seite. Ja, meinetwegen. Aber das heißt wohl wahrscheinlich, dass die beiden abgearbeitet sind. Da ist noch das letzte Rätsel. So, das machen wir noch mal eben. Ah, genau das brauche ich für meinen Walnussstrudel. Ich bin gut, ne? Hier ist deine Kostprobe. So, schön. Haben wir auch. So, das Rätsel hey, haben wir auch weg. Maya, habt ihr euer Bett wieder? Vorhin ist jemand damit durch den Wald gerannt. So. Jetzt muss ich noch das Schloss suchen. Beziehungsweise, wo waren diese Trottel? Man kann da nicht her. Da gehe ich von aus, geht's weiter.
weil das war ja auch noch so offen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir die Folge. So, da brauche ich nicht hin. Na. Mal gucken. Das schaffen wir jetzt in dieser Folge noch und dann... Hat? Moment. Was möchtest du denn haben? Gut, versuche ich eben was anderes. Okay, Socken. Ich hoffe, das schmeckt dir, Prinzessin Madeleine von Avalon. Du willst mir jetzt nicht sagen, ich habe den scheiß Strudel gemacht, damit ich hier vorbeikomme, oder was? Die Spannung zwischen der Brückentrollgilde und der königlichen Garde war noch nie so hoch. Wir müssen eine Einigung erreichen. Ihr Brücken müsst euch wieder bücken und uns eure Forderungen nennen. Es ist keine Zeit für weitere Meinungen. Diese Brücken müssen den Dienst wieder aufnehmen. Okay. Wir wollen das hier mit Bedacht über unsere Rücken. Tut mir leid, Graham, aber wir brauchen keine Meinungen, sondern Lösungen. Tja, und wir wollen, dass ihr Ruhe gebt und wieder an die Arbeit geht. Wir haben genug davon, dass auf uns rumgetrampelt wird. Ja, ihr seht, dann haben wir sicherlich Sorgen. Perspektive. Für mich? Oh, es fühlt sich an, als würde ich auf Wolken wandeln. Und diese Handarbeit. Kannst du ein paar für jeden königlichen Gardisten bestellen? Sieht weich und flauschig aus, ja. Aber das steht doch nicht im Mandat. Ich könnte ein Addendum aufsetzen. Wir könnten wie gewohnt mit gespitzten Stiefeln marschieren, doch die Socken würden euch schützen. Das wäre ja ganz hervorragend. Ein Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können. Genau das solltet ihr tun. Danke, Graham. Das wird dir die Gilde nie vergessen. Bis zum nächsten Treffen. Die neuen Socken besänftigten die Gardisten. Es war ein Schritt in die richtige Richtung, ja. Da bin ich aber froh. Auch die Trolle waren ganz von den Socken. Ist klar. So, dann würde ich sagen, setze ich hier nochmal einen Cut. Und dann sage ich mal, sehen wir uns in der dritten und vielleicht letzten Prüfung wieder. Und dann haben wir es tatsächlich durch. Wahrscheinlich. Also, bin mir sogar ziemlich sicher, dass da nicht mehr viel kommt. Weil jetzt sind wir so ungefähr da. Also die Amis haben so 10 Folgen gebraucht. Die hätte ich dann jetzt wahrscheinlich auch. Also kann man so ungefähr sagen, das ist relativ deckungsgleich. Ja, dann würde ich sagen, ich bin euer Mr. Venner 1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und dann einen haben wir noch. Bis dann. Tschüss.